wissen, was wir hier machen. Sehen wir uns jetzt an. Ich bin eben am Freibad vorbeigefahren und habe mir gedacht, das ist ganz schön luftig, mein Lederkombi. Aber Freibad wäre geil gewesen. Jens! Jens, hey, Kuki, alles gut? Erklär mal, wieso sind wir nicht im Freibad oder machen irgendwie eine Wassersportart? Wieso sind wir hier? Wir machen eine Wassersportart und zwar im Eigenwasser, im Arschwasser, Sportart quasi. Wir sind mit Bosch hier. Und die zeigen uns, wie ihr MSC-System, vulgär ausgedrückt Kurven-ABS, denn funktioniert oder schräglabenabhängiges ABS. Und das probieren wir jetzt mal aus, wie das funktioniert, okay. Warum es funktioniert, wann es nicht mehr funktioniert. Das werden wir dann hören, wenn es scheppert. Und du bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, sehr gerne. Was für Protagonisten sind am Start? KTM? Super Duke R. Beloved ever. Die Speed Triple RS, die neue, die hat ja jetzt auch ein Kurven-ABS, ein sogenanntes Monster 1200S. Hallo. Auch mit dem kompletten Paket und außergewöhnlicherweise, man glaubt es fast nicht, die Scrambler 1100 von Ducati hat Kurven-ABS. Okay, Tip-top. Und das ist das einzige Bike hier ohne Einarmschwinge. Und das einzige Bike ohne Einarmschwinge, die es ins Video geschafft. Oh, hallo Florian. Hi. Du bist zuständig hier für die Entwicklung von ABS. Geräten, wie sieht dein Job aus? Du fährst viel und... Genau, also ich bin bei Bosch seit circa 6 Jahren zuständig als Applikationsingenieur für Motorrad-ABS-Systeme. Okay. Mittlerweile auch für MSC, also schräglagenabhängige Sicherheitssysteme für Motorräder. Genau, mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich sehr viel mit Software zu tun habe, sehr viel mit Parametern zu tun habe und diese auch selber im Fahrzeug dann teste und Messungen mache, die Messung auswerte und dann Step by Step das System näher an die Grenze bringen und es so sicher wie möglich abstimmen. Cool, ich werde dich zwischendrin jetzt immer wieder belästigen mit Fragen. Gerne, mach das. So, jetzt machen wir ein paar Bremstests. Wir haben 3 Systeme von Bosch, also KTM, Ducati ist jeweils mit Bosch ausgestattet und die Triumph mit dem Conti-System. Jetzt stehen alle Systeme auf der sichersten Variante, also da, wo das System am schnellsten arbeitet und am sichersten ist oder am frühesten regelt. Wir fahren jetzt eine Runde und ihr kommt mit. Bis gleich. Verschiedene Spuren hier. 1 bis 9 zeigen auch die unterschiedlichsten Untergründe. Also hier von 1 Feinmüh bis hin zu einer ganz, ganz schlechten Straße. Mit Pflastersteinen hier. Wenn ich jemand drüber fasse, du merkst schon, das ist schon eine richtige, richtige Buckelpiste. Hier ist es auch ganz, ganz schlecht, so wie eine Marktstraße. Und hier weiter man Richtung der Spur 1 kommt, umso besser ist der Grip. Okay, beschleunigen und ankern. Jawohl. Und ich merke, dass das einfach aufmacht. Hier wird lapidar im Prinzip verhindert, dass das Rad blockiert. Ja, so ist die Theorie und auch die Praxis. Ja, wieso ABS ist, man muss nur mal die Statistiken angucken und da sieht man relativ schnell, dass mit dem Einzug der neuen Systeme die Unfallzahlen deutlich zurückgegangen sind. ABS ist natürlich mittlerweile Pflicht ab 125 Kubik
Und das ist auch gut so. Oh, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Und gefällt dir am Freitagnachmittag sowas Nettes zu machen? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Gut, ne? Auch, ich meine, wir haben auch Glück, es könnte halt auch total heiß sein, ne? Ja. Was hast du jetzt rausgefunden bei den ersten Fahrversuchen? Ja, ist ungewohnt, weil man tatsächlich selten so krass in die Eisen geht, ne? Wenn man das fährt. Dass es in den Regelbereich kommt, ja, ne? Genau. Also das ist eigentlich gar nicht so oft im Alltag, fällt einem dann doch auf. Und auf manchen Untergründen merkt man halt schon, dass es das System so auf die, an die Grenze so ein bisschen bringt. Ne? Also gerade so diese Kopfsteinpflaster war das, glaube ich, so. Da hat man richtig hart gemerkt, wie das halt geregelt hat. Aber man muss sich halt mal vorstellen, was passiert, wenn man kein ABS hätte. Ne? Genau, 9 Level und dann bei Level 9 hier beim Gröbsten, da fehlt man, glaube ich, ganz schnell. Ja, ich denke. Ist dir schon mal passiert, dass du in den Regelbereich gekommen bist mit so einem Kurven-ABS? Aus Versehen irgendwie erschrocken, dass es dir... dass es dich gerettet hat? Ja, aber nicht im Straßenverkehr, sondern tatsächlich hier mal. Als es auch bei so einer Veranstaltung war, wo es um sowas ging. So, okay. Und da hätte es mich mal fast abgeschmissen und ich glaube, ohne das Kurven-ABS wäre was passiert. Wäre es schiefgegangen, ja. Okay. Naja, noch ist ja alles heilig. Eine Kreisfläche, um Kurvenfahrten zu machen und dann eben bremsen während der Kurvenfahrt. Ja. Wir fahren jetzt eigenverantwortlich im Kreis, so schnell wie es geht, so tief wie es geht und hauen einfach die Bremse zu und hoffen das Beste. Okay, viel Spaß dabei. Danke. Ich film dich. Danke. Tschüss. Was da passiert, weil das Motorrad komplett komische Dinge macht. Ja, ja. Also es ist komplett wahnsinnig. So, ja, was passiert jetzt beim Bremsen mit Kurven-ABS? Der Jens fährt jetzt mit der Super Duke vorne weg und bremst volles Programm. Was passiert? Das Motorrad reduziert. Du merkst am Hebel, dass das ABS arbeitet. Das Motorrad bleibt in der Spur, versucht sich natürlich aufzurichten und du kannst wirklich verzögern in Schräglage. Das ist komplett entgegengesetzt der Natur des Motorradfahrers. Man kann es nicht wirklich darstellen, also es blockiert ja nichts, es raucht nichts. Es ist komplett unspektakulär. Jetzt nimmt er wieder Fahrt auf und geht dann voll in die Eisen. Also egal, wie fest ich oben am Hebel ziehe, macht das Modul auf oder zu? Eher auf. Kommt drauf an, wenn der Fahrer zu stark bremst in einer entsprechenden Schräglage, dann fängt das ABS schon, bevor der Reifen jetzt wirklich weggehen würde, fängt das ABS schon an, den Bremsdruck zu adaptieren, ein bisschen zu senken. Ja. Und somit entkoppeln wir den Fahrer auch ein bisschen. Das ist zum Beispiel eine Panikbremsung. Wenn man dann erst warten würde, bis der Reifen anfängt wegzugehen, das könnte man dann nicht mehr abfangen. Deswegen guckt man, dass man die Zeit zu knapp dann. Genau. Mhm. Ja, deswegen guckt man, dass man vorher schon anfängt, den Bremsdruck ein bisschen zu begrenzen. Je nach Schräglage, bei sehr hoher Schräglage zum Beispiel sehr stark, bei weniger Schräglage eben ein bisschen mehr zulassen. Ne? Und es wird halt so angepasst an das Motorrad, dass es zu jeder Schräglage praktisch der perfekte passende Bremsdruck und zu jeder Situation der perfekte passende Bremsdruck eben berechnet oder geregelt wird, so in dem Fall. Kretschmar, was muss da sein? So ein System muss in jedem Motorrad drin sein. Du kannst einfach in Schräglage, machst die Bremse zu und dann regelt dieses System, das merkst du dann, der Bremshebel verhärtet sich oder pulsiert, die Kiste fängt dann, bleibt einfach in Schräglage, manchmal stellt sie sich ein bisschen, versucht sich aufzustellen, dann kommt das System wieder in Regel, das ist total easy, du kannst einfach die Bremse zumachen in der Kurve und das Ding bremst und bleibt, stellt sich nicht auf, Panikbremsungen, gar kein Problem und auch rutschende Vorderräder auf der Bremse. Verhindert dieses System. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Leuten empfehlen, die so ein System haben, mal so ein Training sogar mitzumachen, um dieses System auch mal kennenzulernen, was es überhaupt kann. Nicht, ja, vor dass allem, es halt nur bei dieser Panikbremse bleibt. Ja, weißt, was ich meine. Vor allem, weil es tatsächlich ist, ABS-Bremsung gerade kennst du, machst die Kiste zu und dann pulsiert der Hebel und dann rubbelst davon ein bisschen und dann schlackert es hinten am Hinterrad, der Endantrieb klackert ein bisschen und dann steht die Kiste. Aber hier, da passiert einfach so,
es wird einfach geguckt, dass die Fahrdynamik erhalten bleibt. Die Geschwindigkeit wird reduziert, allerdings wird versucht, dass die Kurve, die ich fahre, dass die auch weiterhin durchfahren wird, eben, dass ich nicht woanders rauskomme. Es stellt sich halt viel langsamer auf. Ja, ne? Wenn du dann langsam wirst, dann stellt sich es langsam auf, aber das ist ja auch okay. Da bist du ja an dem LKW, Holz-LKW, Traktor, je nach Belieben, ja auch schon lange vorbei, aber das... Ja, ich weiß, ich brauche das alles nicht. Ich fahre seit 40 Jahren. Ja, schenkt's euch. Das, ein paar brauchen es nicht. Das die brauchen es nicht. Schon. Genau, die sehen wir dann hier in den Orange-Weißen. Aber für jeden auf der Straße, das ist kein Rundum-Sorglos-Paket. Wie gesagt, Physik ist immer noch da. Ja. Und sie ist eine Piep. Aber es. Zensiert schon selber. Du weißt, wenn ich. Freut sich schon wieder, dass ich der Hardcrawler. Ja, danke dafür. Ja. Wie lange dauert es denn, bis jetzt so ein System von eurer Seite aus fertig ist? Bis man sagt, hier, Hersteller, hier ist das Paket. Von unserer Seite aus funktioniert das so? Also, wir haben so Projektlaufzeiten, die sind ein bisschen unterschiedlich, je nach Projekt, je nach Hersteller, je nach System, das wir applizieren. Zum Teil zwischen 6 Monaten und 1 Jahr ungefähr dauert so eine Projektlaufzeit vom Start der Entwicklung bis wirklich zur Serienreife. Und Start der Entwicklung heißt, ihr bekommt einen Prototypen vom Hersteller und damit fahrt ihr parallel dazu die ersten Bremstests. Genau, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Je nach Hersteller bekommen wir relativ früh, schon im Anfang der Entwicklung vom Hersteller schon einen Prototyp. Und je nachdem, wenn die Entwicklungssteps eben beim Hersteller weitergehen, wird man immer ein bisschen upgedatet mit Teilen oder mit neuen Fahrzeugen, dann, wo wir dann unsere Entwicklung weitertreiben. Ja, genau, ja. Cool. Ja. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Schwierig zu sagen. Also auf der Teststrecke gar nicht so viel, weil man da gar nicht so viel Meter macht. Ja. Man schaut immer auf die Messung, ändert ein bisschen Parameter, fährt wieder. Also da kommt gar nicht so viel zusammen, aber allgemein fahre ich sehr, sehr viel Motorrad. Ja. Aber genau in Kilometer kann ich es gar nicht ausdrücken. Okay. Ja. Auf jeden Fall wahrscheinlich etwas mehr wie der normale Motorradfahrer. Ich denke schon, ja. Sehr, man kann sich deutlich besser aufs Motorradfahren konzentrieren. Deswegen, Bosch, in jedes Motorrad bitte rein. Zeig nochmal den Daumen. Hier, da. Oh, schön, ich habe auch zwei. Oh, super. Hier bin ich mal in die Brotschneidemaschine gekommen, aber es interessiert auch kein Schwein. Will das keiner wissen. So, wir gehen jetzt mal auf den Handling-Kurs. Hier können wir so das Gesamtpaket nochmal ausprobieren, das Zusammenspiel von allen Systemen. Ich finde es am natürlichsten, wie auf so einer riesengroßen Freifläche das zu machen. Ist zwar auch nice, weil du ja wirklich Platz hast, aber hier kannst du so ein Motorrad am besten erleben. Rauf, runter, Wechselkurven, also es ist ein bisschen was dabei. Rauf, runter, auch eben so ein paar kleine Kompressionen dabei, um festzustellen, wie arbeiten die Systeme. Und das ist halt, in ein Video zu packen, echt schwierig, weil es A, sehr, sehr gut funktioniert und B, unspektakulär. Es quietscht nichts, es raucht nichts. Also es sind jetzt ganz normale Fahraufnahmen in diese Richtung. Jetzt los!
sowas immer Sachen. Aber sowas habe ich nicht später gemacht. Das sollen war doch gar nicht. Mal deine Stuntsequenz einblenden? Ja, bitte. In 3, in 2, 2 in 1. 1. Los! War scheiße, ne? Hat man richtig gesehen, Fahrfehler, viel zu schnell rein, viel zu flach rein, zu weit rausgetragen, zu schräg gewesen, zu früh ans Gas. Und jetzt kommt die Message. Und jetzt dabei kommt, hilft das ABS nichts. Dabei hilft das ABS nichts, aber die schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Ah. Ich habe das Lämplein nämlich blinken sehen. Okay. Als ich durch den Acker fuhr. Ich schaue immer meistens auf die Straße. Ja. Ja, es ist ja, es ist aber, ja so. Ich finde es halt wesentlich natürlicher, ein Motorrad zu beurteilen nach Bremsleistung auf einem Track oder auf einem. Auf so einem Handling-Parcours wie hier, auf so einer Freifläche ist das, ist man so einsam irgendwie. Ja, vor allem auf der Freifläche machst du es ja bewusst. Ja. Hier kommst du ja dann schon in den Regelbereich rein, es ohne wirklich zu wollen. Und da ist es einfach schön zu merken, wie fein das System arbeitet. Ja. Hallo Pia. Hi. du kannst mir sagen, seit wann es eure Systeme denn gibt in den Motorrädern? Genau, also wir haben angefangen in den 80ern mit Motorrad-ABS-Entwicklung. Das erste kam dann aber auch erst 1995 auf den Markt. Und genau, seitdem natürlich extrem weiterentwickelt, gerade auch was die Größe anbelangt. Wenn man sich die ersten Motorrad-ABS-Units anguckt, die sind noch echt groß. Damals waren die Motorräder auch noch größer. Das stimmt. Heute wird das alles viel kompakter und viel leichter. Und jetzt gerade das MSC, was ihr gefahren seid, Motorrad-Stabilisationskontrolle, das gibt es seit 2013. Genau. Cool. Wo kann man eigentlich die ganze Geschichte kaufen, lesen? Es gibt ja wieder ein Print. Es gibt Print, das sind diese Sachen mit Papier. Ja. Das wird dann in einer der nächsten Roadster-Ausgaben kommen. In der Ausgabe 7 ist das wohl geplant. Die kommt dann raus am September. Im September. Im September, ja. Das reicht das doch. Das reicht im das September. Reicht doch. Genau. Jens. Für mich war das MSC. Natürlich hervorragend. MSC. Das ist natürlich ein System. Also ich bin Fan von Weiterentwicklung, ich bin totaler Fan von modernen Systemen und von daher würde ich sagen, für alle, die da draußen überlegen, ob man das braucht oder nicht, ja, man braucht das. Man geht mit der Zeit und ich bin mir auch sicher, dass die Entwicklung noch so rasant weitergeht, dass uns da noch was Tolles erwarten wird, aber Stand jetzt ist echt schon phänomenal. Du kannst wirklich einen groben Fehler machen, einen groben Schnitzer machen. Das System verzeiht alles. Also das ist schon richtig gut. Aber man muss auch damit umgehen können. Also ich empfehle hier auch jedem mal, geht mal auf eine abgeschlossene Strecke, geht mal auf einen Track, geht mal auf einen Track Day oder macht ein Training mit, dass ihr so ein System besser kennenlernt. Dass ihr A, euer Motorrad besser kennenlernt und was das Motorrad letztendlich kann. Das ganze Paket. Und das ist schon so rund, das macht so viel Spaß. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel Zeit verlieren. Ihr wisst, wie es geht. Da ein Abo da lassen, da geht's zum nächsten Video. Glöckchen aktivieren, ne? Beim Abonnieren. Abonnieren kostet nichts, Support ist kein Mord. Die Roadster kaufen, ich muss weiterfahren. Tschüss, danke, tschüss.